So, und schon legen wir wieder los. Heute wieder mal Grill doch einfach. Wir sind heute wieder für euch da. Und ich bin nicht alleine. Ich habe heute wieder meine Ria dabei. Ja. Und heute, Ria, wird nicht vergessen, das, was am allerwichtigsten ist, erstmal dich zu begrüßen. Hallo. Schön, dass du da bist. Und dann möchte ich euch vorstellen, meine private Freundin, das ist die Mira, ja, meine hübsche Mira. Die Mira ist heute 5 Jahre alt und hat heute Geburtstag. Mira, alles Gute zum Geburtstag. Genau, alles Happy Gute Birthday zum Geburtstag. To you. Heute an der Kamera, Malte, ja, und dann legen wir los. Hier haben wir für unser Gericht, wir machen heute einen Baden-Württemberger Schäferkuchen, ja, kannst du dich erinnern? So was Ähnliches haben wir mal in England gegessen. Genau, da heißt es doch aber Shepherd's Pie, oder? Ja, ganz genau. Und es wird überbacken mit einem Kartoffelpüree, kannst du dich erinnern? Ja. Genau. Und ich habe das Ganze umgefuchst, ja, und komplett auf Badisch. Wir machen das mit richtigen badischen, schwäbischen Knöpfle. Ja, die sind sehr grün, die sind nicht gefärbt. Da drin ist einfach nur ein bisschen Petersilie. Dann braucht er hier ein bisschen Gemüse, Zwiebeln, Karotte, Sellerie, ein bisschen Knoblauch. Zum Schluss, zum Überbacken, nehmen wir einen Bergkäse. Wir haben hier einen Emmentaler, einen Bio-Bergkäse, so wie ich es am allerliebsten habe. Mhm. Und natürlich das, was am wichtigsten ist, das Lammfleisch. Und zwar das Baden-Württemberger Lamm, was ich so liebe. Und da habe ich dran als Marinade ein klein bisschen von dem wunderbaren Küferbirne-Rosébrand. Dann habe ich dran ein bisschen Stärke, ein bisschen Estragon-Essig und ein bisschen Rauchsalz und Pfeffer. Okay. Und das war's. Und das mische ich, das lasse ich über Nacht stehen im Kühlschrank und dann hole ich es raus zum Grillen. Mhm. Um die Soße fertigzustellen, brauchen wir nachher noch ein bisschen Tomatenmark. Ja. Mhm. Da brauche ich ein bisschen Thymian, ein bisschen Lorbeer. Ich brauche einen Fond. Da kann man ganz einfache Gemüsefond verwenden. Man geht natürlich auch einen Lammfond, aber der Gemüsefond passt auch. Und dann natürlich ein wunderbarer Rosé. Ein bisschen Salz und Pfeffer und das war's. So, heute stehen wir mal am Pizzaofen. Gebe da mal Gas. Wir haben heute schon Pizza gebacken und haben gedacht, dann steht das Gerät, dann passt's. Wenn ihr es im Pizzaofen macht, dann nehme ich meine Lieblingspfanne, natürlich die geile Ria von Petromax. Ja, genau. Und du weißt ja, ich liebe das Ding und nehmt immer Handschuhe. Es ist echt, echt furchtbar, furchtbar heiß. Ja, wenn ich das Öl drin habe, dann darfst du gleich kommen mit dem Gemüse. Sehr gut. Achtung. Und darfst du reingeben, komplett alles. Hochlöse. Wie ihr seht, da ist schon wirklich Gewalt hinter dran. Da raucht. Und jetzt habt ihr natürlich eine gewaltige Hitze hier in eurem Ofen. Ja. Und da schiebt ihr das aber noch mal kurz rein. Und dann seid ihr so richtig ganz, ganz schnell bei der Sache. Und der nächste Step ist dann schon das Fleisch. Das mache ich immer ein bisschen später, weil das Fleisch ja mariniert ist. Sonst brennt euch das viel zu schnell an. So. Und da sind wir schon so weit. Ja. Und Öl? Passt das mal? Passt. Ein klein bisschen Öl noch hier. Ja. Und dann gibst du mir gerade das Fleisch, bitte. So? Ja. Komplett. Und dann gehe ich hin und samt der Marinade, die hat also komplett eingezogen, die Marinade, wie du siehst. Mhm. Auch die Stärke, weißt, dass das schön zart wird und schön bindet nachher in der Soße. Und dann passt es. Wenn ihr es im Grill macht, dann ist es wichtig, dass ihr ständig rührt. Macht es im Pizzaofen. Da haben wir ja so eine brutale Oberhitze. Mhm. Das Ding hat jetzt 500 Grad. Okay, ja. Da könnt ihr es gerade reinschieben und könnt es gerade hier drin weiter braten. Dann geht es sehr, sehr einfach. Und jetzt seht ihr hier, Ria, schon nach ganz kurzer Zeit. Sehr gut. Das war maximal eine rechte Minute. Ja, haben wir hier schon alles erreicht, was wir brauchen. Ja. Jetzt brauche ich als nächstes das Tomatenmark. Das Tomatenmark mit den Kräutern. Die Kräuter legst du zur Seite. Jawohl. Da kannst du gerade einen Löffel nehmen und kannst es mir hier drin verteilen. Riech mal hier. Ja. Ich riech's bis dahinter. Geil, oder? Unglaublich. So. Unglaublich, wirklich lecker. Da ist jetzt wichtig, dass es nochmal richtig schön abröstet, damit es nicht so viel Säure hat. Ja, und damit es richtig schön Charakter kriegt. Einfach nochmal ganz kurz da dazu rein. Mhm. Und? Und jetzt guck mal. Das sieht doch gut aus, oder? Ja. Und jetzt bringst du den Rosé. Du sagst Stopp. Ich sag Stopp. Ich sag dir, wir brauchen die ganze Flasche. Echt jetzt? Ah ja, logisch, klar. Wow.
Das heißt, du kochst einfach so viel ein wieder. Du siehst mal, wie das weiterkocht, oder? Ja. Wie schnell das geht hier in der Pfanne. Und dann ab nochmal in den Ofen. Und jetzt lassen wir das Ganze reduzieren. Und wenn wir das so halb reduziert haben, dann geben wir hier unseren Gemüsefond dazu. Mhm. Und dann lassen wir nochmal reduzieren. Und dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, unser Thymianstreusel und unser Lorbeerblatt. Das nehmen wir später wieder raus. Ja. Ja. Und dann kochen wir es nur ein und dann ist es schon gar. Unser schönes Streusel hier. Thymian, mit Liebe gebunden vom Rainer. Ja. Ab, nein dazu. Und darf gerade alles dran leeren, verbrenne ich nicht. Okay. Gell? Nee. Komplett. Vorsicht, Pfanne heiß. Hebst du sie? Also das ich hab sie, ja. Super. Yeah. Und jetzt seht ihr hier, das ist eine recht flüssige Angelegenheit. Und jetzt kochen wir das gerade so lang ein, dass das schön cremig ist. Okay. Guck dir das an. Ja? Perfekt. Wow. Also richtig, richtig schön heiß. Ja? So, guck dir die Konsistenz an, Ria. Ja? Ein Traum. Dann kommen unsere Spätzle. Jawohl. Ja? Die nehmen wir jetzt gerade so. Ein Teil streuen wir außenrum, damit alles die Soße aufnimmt. Ja? Mhm. Das ist die Kombination von allem. Jetzt schmeckt es geil und am Schluss schmeckt es richtig geil. So. Das ist so heiß, im Grill müsst ihr jetzt ein bisschen vorwärmen noch, weil ich kurz noch mal reinschiebe. Mhm. Aber hier ist es so heiß, dass da gar nichts passiert. So. So. Nächste. Ein Traum. Und dann ab nochmal in den Ofen, kurz überbacken und dann können wir schon essen. Guck dir das an. Ja? Und jetzt haben wir hier unser Gericht. Schäferkuchen. Shepherd's Pie im Petromax-Pfännle. Oh. Ja. Wenn ihr jetzt wollt, einfach so auf den Tisch stellen, könnt ihr es noch ein klein bisschen garnieren. Ja. Für mich ist das absolut überbewertet hier mit den Garnituren. Ja. Aber am Ende, wenn es doch gut aussieht, ist es auch gar nicht schlecht. Ja. Also mal ganz ehrlich, oder? Wahnsinn. Die englische Sache sind ja auch richtig gut, ja. Aber hier würde sie von Neid verblassen, ja. Weil schließlich haben wir hier badische, schwäbische Knöpfle mehr drin. Und Fleisch? Geil, oder? Ja. Hammer. Also, ich sag nur, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, oder Ria? Genau. Ja? Macht so, wie es im Rezept steht und ihr werdet sehen, es wird funktionieren. Bye bye, bis zum nächsten Mal.